Wo ist denn der Dings gelandet, der Helikopter? Er hat Probleme mit der Matrix. Da kommt ein Hemmel, ne? Hier kommt gerade ein Hemmel zur Goldverarbeitung. Ob das an mir liegt. Und der Heli war, glaube ich, in der Stadt mit dem Bootladen, also Neokori. Ist aber gerade wieder abgebrochen. Zumindest habe ich da gerade einen gesehen mit Kollisionslichtern an. Ja, Harvard oben. In welche Richtung war das? Westlich. Westlich? Ja. Also Ost. Ja. Ja. Der Harvard über Neokori. Ist das Ihr Helikopter über Neokori? Bitte? Ob das Ihr Helikopter ist, der sich momentan in der Luft über Neokori befindet? Das kann ich Ihnen persönlich nicht sagen. Ich habe keine Kommunikationsmittel. Mhm. Muss das relativ schnell machen, hier sind noch Leute. Ja, ich bin gleich in der Landezone. Na gut, hier in der Ecke sind wir relativ geschützt, ne? Da bin ich schon reinkommen. Nicht alle jetzt dahin, ein paar positionieren sich jetzt bitte in der Base. Das ist unser Motto. Das kann jetzt Vito da machen, der wurde ja überfallen. Ich gehe ein Stück zurück. Ich bin da. Ja, das ist gut. Ist gut, ne? Finde ich gar nicht so schlecht, ist ein guter Anfang. Sportlimo. Eine abnehmen hier? Ah, geht schon. Sportlimo hier vorne, an der Tankstelle, ist ein Kopf, glaube ich. Er hat ja eine Base lang. Ja, Cops. Jetzt die Polizei rufen, die erwärmlich kann man sagen. So. Dann wollen wir mal. Er kann eigentlich nichts sagen. Frage-Antwort-Spielchen. Sie kennen das vielleicht? Vielleicht ein Kollege. Nee, keine Ahnung. Das kann sein. Den habt ihr nicht abgenommen. Wo man besetzt? Aber er weiß ja nicht, wo wir hingefahren sind. Also, wir haben ja gerade ein, zwei Leute, die hier gerade irgendwie um die Base rumfahren. Ich werde mal kurz ausschauen. Sollen Jack und sind ich weiter gestanden oder ihr Luft? Wir sind weiter, ja. Gut, okay. Möchte jemand gerne die Verhandlung übernehmen, sonst mache ich das? Nein, ich bin jetzt gerade auf dem Sicherungsposten. Wurdest überfallen, viel Spaß. Gut, danke. Was ist denn genau passiert eigentlich? Erzählen wir gleich, kurz RP. Also. Soll ich Jack rauslassen? Dann vielleicht fangen wir mit dem Namen an. Mein Name ist Vito, angenehm. Wie heißen Sie? Xell. Vor- oder Nachname? Können Sie sich aussuchen. Gut, dann bleiben wir beim Vornamen, dann haben wir jetzt beide unsere Vornamen. Xell. Okay. Gut. Gehören Sie irgendeiner Gruppierung hier an auf der Insel? Wo ist denn der andere Heli? Gruppierung würde ich jetzt nicht nennen. Ist er wieder weg? Also eher nein. Kann ihn gleich suchen. Nein, okay. Aber Sie sind dann schon in so einem kleinen Grüppchen oder sowas, wo Sie immer so Dinger durchziehen, so krumme Dinge? Oder? Ja? Okay. Krumm würde ich jetzt nicht sagen. Nicht unbedingt. Wir versuchen den Drogenhandel zu stoppen und so. Und wir haben eben auch zwei Leute geholfen beim Verarbeiten der Kohle, Werkstoffe. Okay. Bis sie dann ganz panisch weggefahren sind und dann sie irgendwie aufgetaucht sind und ich mich bedroht gefühlt habe irgendwie und dann das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Bisschen ist gut, ja. Wir hatten einen schwer verletzt und sie waren auch schwer verletzt mit ihrem Kollegen zusammen. Warum sind sie nicht mehr? Wo sind ihre Handschellen hin? Keine Ahnung. Kann da auch liegen bleiben. Oh, das müssen wir auch nochmal mit dem Bürgermeister besprechen, warum sich hier die Handschellen lösen. Naja. Ich kann die auch aufnehmen, wenn du magst. Die sprengen sich nach 5 Minuten. Ist eine Sound resumed. Kriegt ihr noch einen Einlauf? Nicht für immer gefesselt sein, bla bla. Okay. Auf jeden Fall möchten wir doch klarstellen, dass die doch Leute, auch die ganze Zeit. So wie wir es jetzt sind, in den schwarzen Uniformen. Der steigt auch die ganze Zeit. Vielleicht, mal von absehen, diese Leute zu überfallen. Ich meine, sie haben ja auch doof gesehen, glaube ich. Sie mussten ja sehen, mit wem sie sich anlegen. Ja, wie gesagt, hat sich aus unserem Fahrzeug Gerät an, das war irgendwie ganz doof. Die Laterne hat es nämlich ein bisschen geblendet, ehrlich gesagt. Okay, gut, kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Im Dunkeln und mit Nachtsichtgerät sieht unsere Kleidung vielleicht auch ein wenig grüner aus. Nichtsdestotrotz hätten sie ja vielleicht noch einen Rückzieher machen können, als ich ihnen gesagt habe, dass hier Leute, dass sich Leute um sie herum befinden, dass die Position abgesichert ist. Aber gut, das war nun ihre Entscheidung. Vielleicht lassen wir das in Zukunft einfach, dass ihre Aktivisten vielleicht einfach mal Finger von unserer Firma lassen.
Und dann können wir, denke ich, in einer friedlichen Koexistenz auch leben. Ja, das klingt ganz gut, ja. Gut. Dann würde ich sagen, die Waffe bleibt liegen und Sie dürfen jetzt gerne unser Grundstück hier verlassen, wenn Sie möchten. Auf Wiedersehen, gute Waffe. Auf Wiedersehen. Alemann, zeigst du dir mal kurz den Ausgang? Natürlich doch. Das ist die falsche Richtung, Kollege. Sound resumed. Soll ich den Decker zur Schranke bringen oder zu diesem Tor da? Das ist egal. Kann nicht auf ihn zielen, ne? Ja. Hast du die Waffe aufgenommen? Waffe nicht weit genug hochgreifen. Soll ich weiter nach rechts fliegen? Nö, nö, ah nein, brauchst du. Gut, gut, gut. Ankert nur so. Wiedersehen. Tschüss. Singt der jetzt oder was? Habt ihr ihn jetzt gehen lassen? Ja. Ja. Okay. Ist da ein Logo auf dem Heli? Ja, der guckt sich noch um. Jack, sollen wir auch wieder runter oder? Runter. Lass mal. Ist verletzt, glaube ich. Ja, ich habe 81 noch. Fliegen wir runter. Wo bist du denn gestorben, Hansi? Oben im Turm, diese erste Treppe, da muss man auf jeden da muss man auf jeden Fall dann rückwärts runtergehen. Mavito, magst du mir mal erklären, was gerade passiert ist? Ja, wir waren am Diamantenschleifer. Der Heli kommt runter von denen. Ja, der wollte ihn abholen. Ja. Da haben wir Kunden gesehen, sind hingefahren. Leute, leise bitte. Bei Hems waren's. Und wir wollten halt unser Deal durchziehen und wir sind angekommen. Ich bin ohne Waffe ausgestiegen, hatte die sogar im Rucksack. Und daraufhin sind die Hems losgefahren. Auf einmal stürmt einer aus dem Gebäude raus und sagt, Überfall, stehen bleiben, Hände hoch. Stand ich halt da mit Hände hoch. Hab ich ihm noch gesagt, wir sind hier aber zu neun, passen Sie lieber auf, lassen Sie lieber die Finger von uns. Wollte ihm noch sagen, wer wir sind, aber er hat halt immer nur gesagt, die Hände runter, bist du tot, bla bla. Ja, dann kam Hansi an, Hansi hat ihn angeschossen, aber er hat Hansi getötet. Dann kam Marcel und er hat beide Überfaller getötet, der PM. Ja, dann haben wir Medic halt wiederbelebt, wir haben ihn niedergeschlagen, gefesselt, mit denen genommen. Okay. Tankstelle, der will tanken. Oder will einfach nur. Nee, nee. Oder will einfach nur gucken. Gucken, wie geil die Base aussieht. Mhm. Der ist alleine da drin, glaub. Naja, der ist alleine da drin. Ey, das ist schon dreist, ne? Lass ihn doch schauen. Geht in die Stromleitung rein? Geht in die Stromleitung rein. Das wäre der Glitzstoff rein. Landet da? Da landet eine Person. Ich geh mal hin. Waffe auf dem Rücken, kommt zu uns klar. Ja, alles gut. Wartet. Kann noch mal einer den THW schreiben? Oder kommt vorne hoch. Ans Metalltor. Ja, der kommt rum. Kannst du sagen, was der für Unterhose MW. Hat? Guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Moin Jungs! Oh, ich hab gerade gesehen, dass ihr euch jetzt auch mal eine kleine Festung gebaut habt. Ist denn hier eigentlich die Base-Regelung? Wenn hier einer unbefugt reintritt, dürfen wir den trotzdem töten? Das ist richtig. Ja, ich glaube. Ich bin ziemlich sicher, du hast ja Hausrecht. Hä, wieso habt ihr jetzt unsere Uniform? Könnte ja auch sein, dass du erstmal ein bisschen RP machen musst. Soweit ich weiß, ist das unsere Uniform. Ganz also bis vor zwei Tagen war ja, klar, das noch unsere, schon, die ne? wurde dann auf einmal entfernt. Jetzt haben wir hier eine grüne und wir haben auch nicht mehr unsere schönen. Aber ich glaube, Warnschüsse sollten auch reichen. Das haben sie jetzt anscheinend euch gegeben. Ah, weiß ich nicht, wie das abgelaufen ist. Ich weiß nur, dass jeder das bekommt, was er verdient. Alle Mann, welcome back, Junge. Hat er jetzt nicht rausgehauen. Hat er gesagt. Das hatte uns als erstes versichert. Das hatte er, aber das ist ihm wohl irgendwie entgangen und dann musste er das leider rückgängig machen. So
du das jetzt leicht. Ja, so wir hatten dem Bürgermeister so oder so komplett andere Klamotten gegeben. Wir hatten unseren eigenen Skin schon gemacht und er hat uns sowieso nicht das gegeben, was wir eigentlich ihm gegeben hatten. Er soll halt reinkommen. Und ja, kriegen wir die nächsten Tage. So, wollen Sie sich das gute Stück denn mal von innen angucken? Oder? Eigentlich ist es ja ziemlich übersehbar hier. Übersehbar oder was? So klein ist es nun auch so nicht. So klein ist doch auch nicht. User joined your channel. Ja, aber ich habe gerade aus der Luft schon einiges gesehen. Du musst dich ein bisschen noch gedulden. Ja. So 10 Minuten ungefähr dauern. Ich wollte gerade andere wiederbeleben und danach wärst du an der Reihe gewesen. Das Problem ist, ich wollte das Fahrzeug umdrehen. Das hat halt irgendwie im Boden rumgebackt, hat halt rumgespackt, habe ich erstmal umgestoßen. Okay. Instant tot. Von daher musste ich halt noch ein bisschen gedulden. Jo. Wenn Sie möchten, treten Sie ein. Willkommen dann sofort. Habt ihr unserem Tunnel schon einen Namen gegeben? User left your channel. Todesturm. Turm ist Todes. Nee, ja, Lebensturm. Müsst ihr von ihm dazu machen. Turm ist Lebens, er nimmt Leben. Nächstes Mal gehe ich mal rückwärts runter. Dann müsste es funktionieren. So, kleine Führung gefällt. Zu Ihrer Linken vorne, Haupteingang, Schranke. Steuerbar über den Tower da oben. Noch nicht, aber bald. Links von uns. Über welchen Tower? Den hinter über uns? Über den ATC, jawohl. Hier befindet sich ein Laptop. Ich da. Über diesen Laptop steuert man die Schranke an. Wireless, Vito Wireless. Alles Wireless. Bluetooth oder Wireless, davon habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall ohne Kabel. Ja, wer hat heutzutage noch Kabel, ne? Ja, das ist alles unnötig. Hier links von Ihnen, beziehungsweise hier die Chefparkplätze inklusive Chefgebäude. Eine kleine Pergola davor, inklusive bald kommender Shops. Die werden umgestellt. Schon beantragt. Hier, vor uns, auf 12 Uhr, der Turm des Lebens. Nicht falsch verstehen, er gibt nicht, er nimmt Leben. Ja, kenne ich. Wie oft bin ich da schon runtergepurzelt? Sehen Sie. Rechts von uns irgendwas Sinnloses. Gar nicht wahr, da steht auch ein Laptop, allerdings runtergefallen. Soll wohl irgendwas kommen noch? Dann weiter im Uhrzeigersinn, das Gebäude der Auszubildenden. Und der Mitglieder ohne weitere Bestimmung, also wir haben diverse Klassifizierungen, also nach dem Erreichen eines Mitgliedsstatus kann man noch diverse Laufbahnen bei uns einstimmen, solange die nicht diese Mitglieder als Mitglieder geführt und bitte? Dort werden sie ihre Mitglieder. Nicht falsch verstehen, ergibt nicht. Haben wir auf ihn gecraftet. Jetzt gehen wir nochmal ein Schrittchen weiter. Dann legen wir mal hier. Was ist denn deine Gruppe? Schneller zulegen. Ja. Kommen Sie, wir rennen einfach. Ach, der Zug ist da. Oh, aber das ist auch gemütlich hier. Genau, das haben wir uns auch gedacht. Ne, hier. Baum des Lebens. Der Jungs, nicht auf meine Steinsaat. Nicht auf meine Steinsaat treten. Ich habe hier Steine gesät. Die wachsen hier noch. Die kommen bald noch, genau. Oh, dann. In ein paar Tagen sind die Steine hier groß. Okay, weiter geht's. Wie gesagt, Sache, die drei Lichter sind schon da. Ja, die drei Lichter sind da. Die sind das erste. Das Gelände hier gehört auch noch zu. Schneller. Das gehört auch noch zu. Lagerhalle. Eine gewisse Aktion. Schaumaterial halt, LKWs, Kisten, Leichen vielleicht. Weiter geht's. Ja, da hinten liegt schon die erste. Ja, so. Mit Graffiti. So, jetzt muss ich Sie kurz warnen. Wenn Sie den hinteren Bereich sehen wollen, kann ich nicht dafür garantieren, dass Sie noch leben rauskommen. Auf ihr. Obliegt jetzt Ihnen die Entscheidung. Sehen oder nicht sehen? Wir können ja einen Deal machen. Wir dürfen da jetzt einmal durchgehen. Sollten Sie nochmal hier durchlaufen, können Sie sicher sein, Sie kommen nicht mehr zurück. Ja. Gut, so machen wir's. Folgen Sie mir. Dann einmal schaue ich es mir schon an. So. Normalerweise sieht man hier nur einmal. Alle Hälfte. Einmal und nie wieder. Was ist denn der Besucher? Einmal und nie wieder, ne? Gemerkt. Wie gesagt, danach haben sie keine Verwendung mehr für ihren Rucksack, wenn sie hier drin waren. Digga, mach mal Stopp. Ja, andere nennen das auch Hinrichtungsort. Ja, da wir eine Trading-Firma sind, ist das hier unser Verfrachtungsort. Ich hab alle Befehle gelöscht. Semikolon. Ja, so kann man es auch nennen. Alle Tastenbelegungen gelöscht. Das Rucksacklager. Ja.
Es ist aber auch die reinste Seuche, ne? Hat man das gerade gebaut und ist man mal kurz nicht da, sprühen einem die Angehörigen von irgendwelchen Spackos hier solche Sachen drauf. Ist ja auch, auch außerdem spawne ich jetzt eh gleich um, da könnt ihr dann gut. Das selber machen. Ah, ich glaube, da wollte jemand nicht, dass sie so weitermachen. Gut. Okay, das war jetzt die Rundführung. Jo, das war's, oder? Der Turm haben sie bloß die Steuerung der Schranke drin, oder? Genau, und unsere Garage für Bohnen sowie Luftfahrzeuge. Ah, Garage haben sie da auch mit drin, okay. Ja, cool auf jeden Fall. Sehr cool. Ja? Selber gestaltet? Die draußen. Das ist selbstverständlich. Fuck you, Sau. Ich bin durch die Mauer gelaufen. Vorne fährt der Werner. Werner! Gut, wenn Sie möchten, dürfen Sie jetzt Ihre Wege gehen. Ja, ich danke für die Führung und ich wünsche den Herren einen schönen Tag, ein frohes Schaffen und ja, einen guten Dienst. Danke. Erstmal jetzt. Danke, gleichfalls. Ich bin raus, sehr gut. Ja, guter Bärchen, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, lasst mir einen Daumen da oder schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!